Willkommen zurück zu Cube Life Island Survival. In den letzten Parts habe ich euch ein bisschen, ja, einen Geschmack drauf gegeben, auf was ich hinarbeite. Einmal Schweinchen farmen und einmal, zack, Hühner klatschen. Und, ja, Schweine muss ich weiterhin suchen, denn ich brauche nämlich Leder. Und da brauche ich nicht gerade wenig, sondern doch erheblich mehr, als ich eigentlich gedacht hätte. Und gleichzeitig brauche ich aber auch hier Holz. Oh, aber ja, das geht sowas von in die Hose. Aber gut, es ging doch nochmal gut. Halt. So, erstmal alles hier weg. Oh, das war gerade ganz dumm. Ich wollte nicht den unter mir erwischen. Das wäre jetzt aber richtig böse geendet. Da hätte ich schön Fallschaden bekommen und wäre gegebenenfalls gestorben. Weil so schnell, wie man das hier mal kaputt macht, wäre das nicht gut gewesen. So, da vorne ist wieder ein Schweinchen. Oh ja, ich sehe schon wieder Schweinchen. Nee, ne? Das bisschen, da komme ich nicht ran. Okay, gut, egal. Wir brauchen Holz, 27 an der Zahl von denen hier. Also im Grunde haben wir hier, glaube ich, jetzt eh noch zu wenig Holz, aber ja, jetzt kann ich die nächsten drei. Also ich brauche jetzt noch 18 Stück, das heißt also 8 Stück brauche ich noch und ich brauche jetzt noch irgendwo eine Palme. Da haben wir doch eine. Und aktuell, glaube ich, sehe ich eher hier, sollte ich mir Holz holen. Damit ich hier vorankomme und dann kann ich mich um das Leder kümmern. So, wie viel Holz haben wir? 20 Holz, wunderbar. Aber ich glaube, das wird immer noch nicht reichen. Denn, klar, ich brauche davon 18, aber ich brauche ja auch noch von dem anderen Holz, also von dem normalen Holz brauche ich ja auch noch Sachen. Und das ist das, wo ich am ehesten hinkomme. So. Das heißt, hier so, ich glaube, ja, ich mache davon mal 12 Stück. Das könnte vielleicht reichen. Mal gucken, wie viel wir damit hinbekommen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 5 Stück nur. Also müssen wir noch einmal. Nein. Das machen. Und dann kann ich noch einmal das machen. So, und jetzt heißt es Schweine jagen. Ach nein, ich brauche ja sogar noch ein mehr brauche ich ja, ne? Ach, verdammt. Ein mehr. Für den Masten. So, da habe ich nämlich schon drei drin.
Ich hätte beinahe Drop-Item gemacht, der ich. Zack, rüber, rüber. So. Dann brauche ich noch das Segel. Ich glaube, dann habe ich alles. Ja, ich brauche jetzt also wirklich nur noch zwei Leder. Zwei einfache Leder. So, ihr Hühner, habt ihr ein Schwein gesehen? Ein Leder. Ein Leder noch. Ha! Und dann habe ich mein Schiff zusammen. Ist es da aufgrund der Dunkelheit, dass es so komisch aussieht, die Wand, oder? Ist es da eine spezielle Art von Wand? Achso, nee, es ist einfach nur, weil es dunkel ist. Okay. Schade, hätte sein können, dass es ja was Spezielles ist. Es wäre ganz nice gewesen, noch hier was ganz Besonderes zu finden. Oink, oink, oink. Oink, oink, oink. Wo? Oh Mann. Ich lasse mich jetzt nicht von so einem Schwein kaputt machen. Danke. So, damit haben wir doch alles. Jawohl. Was will man mehr? Eiflosse brauchen wir nicht mehr, haben wir auch alles. Dann jetzt zurück zur Basis. Back to the base. Ich will nicht ins Wasser. Im Wasser wird man immer so nass. So, so. So, und jetzt muss ich mal gucken. Ja, hier bin ich, war richtig. So, ich glaube auch, dass man uns dann damit nicht wirklich verletzen kann, wenn wir auf so einem Schiff sind. Weiß gar nicht, habe ich alles dafür da? Ja, also ich habe alles da, aber ich meine, habe ich dafür alles im Inventar? So. Da ist es. Hab ich jetzt alles? Oh ja, jetzt habe ich alles. Schön, 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 schön. So, das rüber. Jetzt brauchen wir. Das, das, das. Und das war's, glaube ich, ne? Ah, ne, Seil brauche ich noch. Ich brauche noch ein Seil. Das hatten wir hier. Nein, das hatten wir dann hier. Da. Nein, da. Ja, da haben wir's. Ja, wir haben unser Schiff. Oder unser Floß oder wie auch immer. Oh, wie geil. Oh, wie geil. Heute. Wir haben's. Wir haben's. Und damit habe ich dann zwar nicht das Ende vom Spiel erreicht, aber
zeigt, wie einfach, relativ, so, ich will weiter in den Norden. Das heißt, ich habe jetzt nicht viel, aber ich habe ein bisschen was. Dann kann ich schön, obwohl Norden brauche ich nicht mal mehr. Ha. Nehme ich hier den Süden. Not enough space to build a boat. Find deeper water. Ja. Press button to row forward. Use button to steer. So, dann können wir damit weiter. Tada! Möchtest du in den Westen reisen? Ja, das will ich. Also, ja, ich will. Gut. Mensch, Leute. Und wenn ihr das dann geschafft habt, dann habt ihr soweit eigentlich das Überleben euch schon mal gesichert. Denn jetzt geht das Spiel erst richtig für die ganzen Leute los. Ja, klar, ihr könnt jetzt hier kreativ sein, könnt Sachen bauen, noch und nöcher. Aber schlussendlich wollt ihr natürlich aus diesem Atoll raus. Und dafür reist ihr jetzt von Insel zu Insel, verbessert eure Ausrüstung und ja. Each time this boat touches land, it takes damage. Oh. Die Frage ist, wie kann ich es drehen? Und warum ist es schon wieder 18 Uhr? Oh. What the? I see people. This island is occupied by natives. And they look friendly. Zdravi nov tut. Hey, die sehen freundlich aus. Yeah. Und deswegen sollte man sich auch freundlich zu denen verhalten. Und ganz wichtig, klaut nix. Klaut. This guy looks like he's ready to trade. Maybe he's got something I need. Wer tradet hier? Ah, hier kann man dann traden, aber was will er denn? 26 vom was? I sell items for pearls. Achso, Perlen. Zwei Perlen, vier Perlen. Ich habe ja schon vier Perlen, das ist ja so gar nicht schlecht. Dann könnte ich mir einen Lederhelm holen. Aber ganz wichtig, öffnet nicht einmal hier eine Kiste oder irgendetwas. Wenn ihr das macht, seid ihr tot. Ja? Auf der Insel passiert euch auch nichts. Bloß, wie gesagt, macht hier nichts kaputt, gar nichts. Es kostet euch euer Leben. Es bringt euch zum Ende des Spiels. Und hier ist der Herrscher. Von dem her ganz, ganz vorsichtig, ja? Und genau das wollte ich euch zeigen. Es geht mir jetzt nicht darum, euch jetzt hier jede einzelne Insel zu zeigen. Und übrigens, hier haben wir nochmal süße kleine Schweine. Sondern es geht mir darum, hier einfach mit euch ein bisschen das Spiel zu präsentieren. Und ja. Hey, hey. Wer sagt denn hey? Ah, da, hey. Ich frage mich, was das für eine Sprache ist, was sie da genommen haben. Nein, ich werde nicht mit einer der Dorfansässigen flirten oder so, denn das könnte auch mein Tod bedeuten. Wie gesagt, ich kann die auch umbringen und meinen Spaß haben und, ne? Aber ich glaube, das würde dann böse für mich enden. Und auch hier, ja, ich würde jetzt gerne hier wahrscheinlich mit dem handeln, aber das geht halt nicht. Weil die haben Sachen hier zum Anbauen. Und das ist ja schon mal rein theoretisch gar nicht schlecht.
Und das hier scheint anscheinend geheiligtes Holz zu sein oder Gold oder... Ich kann es jetzt nicht sagen, aber wie gesagt, ich bin da echt sehr vorsichtig. Denn wenn die auf einmal dann alle auf einen zukommen, dann hat man ein Problem. Ich glaube, es ist sogar so, sobald man was auf der Insel baut, hat man die Möglichkeit hier zu sterben. Und das möchte ich natürlich weitestgehend vermeiden. In diesem Sinne sage ich, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, hier das Ganze mitzuverfolgen. Ja. Und dann sage ich, oh, das ist doof. Dann sage ich danke, bis zum nächsten Mal und ja, ich bin euer Trohautheim. Tschüss.